Wir haben wahnsinnig viele Reaktionen bekommen auf die Geschichte von Marcel Helfenstein. Es sind viele Mails gekommen, extrem viele Kommentare. Viele Leute, die sich haben berühren von dieser Geschichte, die ihre eigene Geschichte erzählen oder irgendwie helfen wollen. Das war das, was am meisten gekommen sind. Leute, die gefunden haben, ich spende doch etwas für den Marcel Helfenstein. Da hat er sich überlegt, wie macht man das am gescheitsten. Ein Freund von ihm hat ein Crowdfunding organisiert, wo man auch findet, wenn man nach seinem Namen sucht. Und da ist jetzt auch schon ein rechter Betrag zusammengekommen. Da hat er natürlich sehr Freude. Was auch gekommen ist, sind ganz viele Mails, Zuschriften mit Therapieangeboten, mit Empfehlungen von Sachen, was ihm doch noch könnte gut tun. Dazu muss man sagen, der Marcel Helfenstein ist im Moment in einem recht guten Therapiesetting, das auch sehr gut funktioniert. Darum hat er im Moment nicht den Bedarf nach noch weiteren Sachen und mag auch nicht noch mehr ausprobieren. Aber auch das hat ihn wahnsinnig gefreut, dass das alles gekommen ist. Eine Frage, die immer wieder gekommen ist, die ihr wissen wollt, ist, warum hat er nach dem ersten Einsatz überhaupt weitergemacht, als er gemerkt hat, in Indonesien nach dem Tsunami, das ist einfach zu viel, und als er reagiert hat und krank geworden ist. Dazu kann man sagen, er hat nach dem Einsatz eine Therapie gemacht. Er hat eine wirkliche Traumatherapie gemacht, ist in die Tiefe gegangen. Die Traumatherapie, die hat er abgeschlossen und ist offiziell als gesund deklariert worden. Und er hat sich auch gesund gefühlt. Und er hat gedacht, es geht ja allen so. Nach so einem Einsatz, wenn man so etwas sieht, ist es doch normal, dass man so heftig reagiert. Weil das sind so verrückte Ereignisse. Und hat dann weitergemacht. Und das ist ja auch jahrelang gut gegangen, bis er in Nepal dann wieder krank geworden ist und ins Spital musste. Er war an der Infusion und hat nochmal ein Erdbeben erlebt. Das hat dann wie ein Trauma von damals nach dem Tsunami, wo er auch das Erdbeben erlebt hat und auch so die Riesenängste gehabt hat, aufgebrochen. Und dort ist er dann erst nochmal krank geworden. Viele von euch haben gefragt, warum hat denn niemand den Marcel Helfenstein bremst von Seite vom Schweizerischen Humanitären Korps oder ihn besser gestützt oder besser gecoacht. Dazu sagt Manuel Bessler, der ehemalige Chef von Marcel Helfenstein, sie haben einerseits ein wahnsinnig strenges Rekrutierungsverfahren mit Stresstest, Gruppeninterview, Einzelinterview, noch eine einwöchige Grundausbildung, wo das Thema Stress, psychische und physische Belastung absolutes Thema sei. Plus haben sie auch immer wieder Debriefings. Der Marcel Helfenstein hat auch das Angebot gehabt, dass er zu einem Psychologen gehen, wie alle anderen Chormitglieder. Da kann man anonym gehen und er ist dort auch einmal gegangen. Nachher war es ihm etwas zu weit weg und hat auch sonst nicht geholfen. Plus sagt er, es ist relativ schwierig, weil es ist eine anonyme Sache und es weiss dann niemand von Seiten des Chors, einerseits wer ist gegangen oder andererseits, was ist das Problem gewesen. Darum sagt er, es wird einem extrem viel Eigenverantwortung geben und die Begleitung von Seiten des Chors könnte besser sein. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich wahnsinnig gestossen am Bundesgerichtsurteil im Fall von Marcel Helfenstein, finden das sehr ungerecht und fragen, warum er es nicht weiterzieht an den Europäischen Gerichtshof. Und dazu muss ich sagen, es gibt zwei Instanzen, die relativ schnell verwechselt werden. Der Europäische Gerichtshof, das ist eine Instanz, die für die EU-Bürger da ist. Da kann man als Schweizer nicht hingehen. Das, was man wahrscheinlich jetzt meint, oder was die Leute meinen, das ist das ist der Europäische Menschengerichtshof. Und dort kann man sich anwenden, wenn es eine Menschenrechtsverletzung gegeben hat. Im Fall von Marcel Helfenstein ist es aber das Verfahren gegen Zuwa, also beziehungsweise Militärversicherung und nicht gegen die Schweiz. Und das Gericht hat einen Ermessensentscheid gefällt, aber keine menschenrechtsrelevante Verfahrensverletzung begangen. Darum sehen hier die Experten, die auch Marcel Helfenstein beraten, keinen Anknüpfungspunkt. Viele von euch wollen wissen, wie geht es jetzt weiter mit Marcel Helfenstein? Wird er wieder arbeiten? Kommt er eine IV über? Dazu kann ich sagen, er will nichts inniger als wieder arbeiten können, auf eigenen Beinen stehen und ein so ein unbeschwertes Leben führen, wie nur irgendwie möglich. Und darum ist das jetzt, steht das im Zentrum von allem. Er hat ja den Gönner, den haben wir auch gezeigt im YouTube-Film. Und
Der hat ein Team aufgestellt, das für den Marcel Helfenstein da ist und mit ihm schaut, wie machen wir das am besten. Jetzt als allererstes kommt er eine neue Traumatherapie über, einfach, dass er das verarbeiten kann, dass er sich stabilisieren kann und dass er auch parat ist für den nächsten Schritt. Und dann geht es eben darum, dass man eine IV-unterstützte Eingliederung machen kann. Das heisst, dass er die Taggelder bekommen würde, einfach bis zu dem Punkt, wo er dann wieder voll und mit ganzer Energie arbeiten. Ich bin jetzt nach den Veröffentlichungen immer wieder in Kontakt mit Marcel Helfenstein und muss sagen, er ist überwältigend und glücklich, dass es so viele Reaktionen gegeben hat, dass es so viele positive, aufbauende Reaktionen gegeben hat. Das tut ihm wahnsinnig gut. Und mich freut das natürlich auch riesig. Und ich kann sagen, wir werden an dieser Geschichte dranbleiben und schauen, wie sich alles weiterentwickelt.